Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 Custom Carbuild hier auf der Xbox Series X und wieder mit einem brandneuen Autoprojekt, was wir uns dann gleich ein bisschen genauer anschauen werden. Aber zuvor möchte ich noch zwei, drei kleine Sachen ansprechen, die vielleicht wichtig sind. Und zwar erst einmal im ersten Video habe ich ja gesprochen, also mit dem 488 Evolutione. Falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, werde ich eine Infocard verlinken, wo ihr dann auf das Video draufklicken könnt, wenn ihr das nachholen möchtet. Und zwar habe ich erwähnt, dass ich in dem ersten Video da ein bisschen cutten werde. Und das habe ich tatsächlich jetzt bei dem ersten Video doch bewusst dagegen entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich euch diese ganze Prozedur vom Anfang des Videos bis zum Ende des Videos euch ein bisschen genauer zeigen möchte. Und deswegen ich mich ja auch dazu entschieden habe, da jetzt kaum Cuts zu machen, beziehungsweise gar keine Cuts. Ich habe dieses Video jetzt noch nicht bearbeitet, deswegen kann ich da jetzt nicht genau dazu sagen, ob ich da überhaupt was gecuttet habe oder nicht. Aber nur damit das schon mal klar ist, dieses und alle darauffolgenden Videos oder die meisten davon, die werden auf jeden Fall gecuttet werden. Weil ich denke mal, es geht ja auch primär um dieses Fahrzeug und um das, was ich eigentlich gerne mit diesem Fahrzeug vorhabe. Und weniger um das, was eigentlich so zwischendurch passiert. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein Ladebildschirm oder sowas kommt, dass ich das dann versuche irgendwie rauszucutten oder dass wir dann direkt in die nächste Testrunde rüberspringen, nachdem wir bereits von unserem Ersteindruck bzw. Zweiteindruck erzählt haben. Und ob das Tuning bzw. das Design dann freigegeben wird, das muss ich dann auch jetzt nicht irgendwie machen. Das mache ich dann dementsprechend offscreen dann, wenn die Interesse darin besteht. Ja, dann eine zweite Sache und das betrifft tatsächlich jetzt nicht unbedingt das Format an sich, sondern auf das generelle Let's Play von Forza Horizon 5. Denn, naja, die Hauptkampagne, die ich gespielt habe, die ist ja komplett vorbei. Und am 19. Juli kommt dann die erste Expansion von Forza Horizon 5, nämlich die Hot Wheels Expansion. Und das wird dann so sein, dass ich auch diese Expansion durchspielen werde. Das heißt, wir werden ähnlich wie bei der Hauptkampagne diesen Walkthrough machen. Ob ich dann jetzt alle Rennen und PR-Stunts und weiß ich nicht was, was es noch für Herausforderungen gibt, dann auf 100% mache oder auf 3 Sterne oder whatever, das muss ich mir noch überlegen. Das kommt tatsächlich ein bisschen auf den Umfang des Expansions an. Ansonsten würde ich mich dann nur darauf beschränken, dann wieder die Hauptkampagne zu spielen. Und deswegen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, wenn die Expansion kommt, dass ich dann so früh es geht, dann auch die Expansion für euch Let's Playen werde. Und hier geht es ja auch so ein bisschen auch um eine Kaufempfehlung, ob sich die Expansion lohnt oder nicht. Ich denke mal, für die Ultimate Edition Besitzer ist es sowieso egal. Aber gerade für diejenigen unter euch, die jetzt nur die Standard-Edition haben und jetzt nochmal abgewartet haben bezüglich der Expansion, weil da doch schon sehr gemischte Stimmen am Start waren, wovon ich auch hier mit dazu zähle. Deswegen kriegt ihr auch hier das Let's Play zur Hot Wheels Expansion zu sehen in Forza Horizon 5. Wann ich damit an den Start gehen werde, weiß ich nicht, ob ich dann direkt am Launch Day mache oder ob ich dann ein paar Tage später dann die ersten Folgen hochlade. Das werden wir dann sehen, je nachdem, wie die aktuelle Vorproduktion bei mir ausschaut. Ja, und ich habe ja schon wieder die ganze Zeit um den heißen Brei geredet. Jetzt wollen wir aber ans Eingemachte gehen. Und zwar seht ihr hier vor mir einen Aston Martin. Und nicht nur irgendein Aston Martin. Ja, denn das Basismodell ist der DB5, den ich mir genommen habe. Und meine eigene Kreation verläuft unter dem Namen DB7 Zagato. Und dieses Fahrzeug hat tatsächlich schon eine Vorgeschichte hinter sich, was vielleicht auch mal interessant hier zu erwähnen ist. Und zwar ist dieses Fahrzeug tatsächlich schon viel, viel länger bei mir im Hause. Also was ich da genau damit meine ist, dass es keine komplett neues Tuning ist, was ich da kreiert habe, sondern dass ich in früheren Motorsport- und Horizon-Teile
ich den DB7 Zagato auch schon aufgebaut habe. Ja, natürlich in etwas anderer Form, weil man die Tunings mittlerweile aus Forza Motorsport 7 nicht mehr importieren kann. Was ein bisschen schade ist, weil hätte mir sonst den Workflow so ein bisschen vereinfacht, weil Forza Horizon 5 ja auch mittlerweile ein überarbeitetes Tuning-Menü hat und deswegen die ehemaligen Tunings aus vorherigen Forza-Teilen nicht mehr kompatibel sind mit den Fahrzeugen. Und ja, deswegen ist sie schon vor Jahren aus meiner Feder entstanden tatsächlich und das war auch immer unter dem Namen DB7 Zagato gewesen. Und weshalb ich mich für diesen Namen entschieden habe, ist einfach, ja, hat halt einfach ganz gut gepasst. Ich finde tatsächlich, das hat jetzt irgendwie keine allzu große Bedeutung. Zagato ist ja, ich meine ich ja auch von Aston Martin auch eine Sonderedition, die so ein bisschen darauf beruht, dass es eine rennstreckentaugliche Straßenversion dieses Fahrzeugs ist. Und deswegen habe ich auch diesen Zusatznamen DB7 Zagato gegeben. Um so ein bisschen mal auf das Design einzugehen dieses Fahrzeugs, ich habe mich an das British Racing Green gewagt. Das ist tatsächlich keine Farbe, was man vom Hersteller auswählen kann. Also es gibt natürlich einen ähnlichen Grünton, aber ich habe versucht, mir diesen Grünton selber zu mixen. Ja, natürlich sehr stark angelehnt an das British Racing Green. Und ich hoffe mal, dass es mir durchweg ganz gut gelungen ist. Ja, ich habe da auch so, glaube ich, gut eine Stunde damit verbracht, diese Farbe möglichst originalgetreu nachzumachen. Was auch wirklich nicht ganz einfach ist, weil British Racing Green ja doch schon eine sehr, sehr besondere Farbe ist und natürlich sehr beliebt bei den englischen Fahrzeugmodellen. Das findet man ja zum Beispiel auch bis heute noch in Aston Martin Anwendung, jetzt vielleicht weniger, aber in Bentley Modellen, da gibt es zum Beispiel noch das British Racing Green und die ganzen ehemaligen Klassiker, ja. Also wenn ich mir zum Beispiel den DBR1 mir vorknüpfe, der ist ja auch in diesem British Racing Green gefahren. Ja, und British Racing Green ist wirklich eine, hoppla, da habe ich mich verklickt, ist eine ganz besondere Farbe, die ich ja natürlich versuchen wollte, das nachzuempfinden. Und von daher, wie gesagt, hoffe ich, dass mir das Design ganz gut gelungen ist. Auch das Design habe ich relativ schlicht gehalten dieses Mal. Und man sieht schon an der Bereifung des Fahrzeugs, dass hier schon mal Oldtimer-Reifen verbaut sind. Und ich auch die Felgen angepasst habe. Ich fand tatsächlich, dass diese Felgen sehr, sehr gut zum Fahrzeug gepasst haben. Und es ist ein, sagen wir mal, ein komplett anderes Modell als der DB5. Weil der DB7 Zagato soll tatsächlich eine rennstreckentaugliche Straßenversion sein. Und so ein bisschen auch angelehnt an die ehemaligen Le Mans-Fahrzeuge von Aston Martin, die damals an den Start waren. Ja, der DB5, glaube ich, von dem gab es keinen Rennwagen, aber zum Beispiel vom DB4 GT Zagato. Aber der hatte mich vom Tuning jetzt nicht so ganz umgehauen wie zum Beispiel der DB5 und deswegen habe ich mich für den DB5 entschieden, unter dem neuen Namen DB7 Zagato. Dieses GT schreibe ich mal weg. Ja, die Namen habe ich mir eigentlich im Grunde mir schon vorher überlegt. Und wie gesagt, dieses Fahrzeug hatte ja schon eine Vorgeschichte gehabt. Auch so ein bisschen einen persönlichen Erfahrungswert, ja, wo ich damals noch in früheren Forza Motorsport und Horizon Teile Tunings gemacht habe. Ja, da habe ich auch mit unter anderem immer dieses Fahrzeug entwickelt, weil ich das wirklich von der Optik auch sehr, sehr cool fand. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen einmal ganz kurz auf. Ja, gehen nur die Türen auf. Motorhaube geht hier leider nicht. Genauso auch die Motorhaube. Warte mal, habe ich gesagt Motorraum? Ich bin doof, ne? Ich meine den Kofferraum, nicht den Motorraum, den Kofferraum. Meine Güte. Ja. Motorhaube lässt sich auch nicht öffnen. Das kann man auch beim Serienmodell nicht. Deswegen, ist da was reingeschrieben? Oh, warte mal, da muss ich mal ganz kurz im Fotomodus reingehen. Jetzt mal ein bisschen. Ach lol, hier ist Super Leggera draufgeschrieben. Okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Das habe ich nebenbei jetzt nicht selber gemacht. Also. Hä? Okay, das ist ja mal interessant. Okay, ein Fact, was ich vorher beim DB5 nicht wusste. Jetzt DB7, Zagato. Aber das ist ja mal cool. Also, man entdeckt immer noch Sachen, von denen man selber nicht wusste, woher das kommt. Naja, Biggemanns Tuning. Das Haus, wo wir da jetzt zurückgekehrt sind, ist so ein bisschen angelehnt an das, was ich im Trailer präsentiert habe. Deswegen habe ich mich auch für diese Hütte entschieden. Sieht auch ganz cool und idyllisch aus und passt auch, glaube ich, zu den, naja, zu dem Klassiker hier. So, 627er Score im B-Bereich. Das ist, glaube ich, auch schon eine gute Steigerung, weil wir könnten nur einmal kurz auf Standard-Upgrades gehen. Er hat einen Standard-Score von 548. Ihr seht ja schon so ein bisschen hier die Autostatistik, aber darauf werde ich nochmal gleich ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Weil da hat sich ein bisschen was getan. So, und wir starten mal bei den Umbauten. Die Umbauten sind ja ganz klassisch. Wir haben einmal den Standardmotor, dann können wir einen 6,2 Liter V8 einbauen. Das ist der Motor vom Mercedes. Genau, das ist vom C63 AMG und dem 5,2 Liter V10. Das ist entweder aus dem Audi R8 oder aus dem Lamborghini Huracan LP610-4. Man könnte eigentlich eher meinen, das ist vom Huracan-Motor, weil der Audi klingt da doch ein bisschen anders. Ja, beim Antrieb bin ich auch gleich geblieben. Ja, weil macht mir da natürlich keinen Sinn, jetzt irgendwie Allrad einzubauen, weil damit würde man so ein bisschen das Fahrzeug an sich zerstören. Und bei dem, naja, bei der Aufladung bin ich auch auf Kompressor geblieben. Ich glaube, der hat standardmäßig einen Kompressor, wenn mich es nicht täuscht. Ne, hat er nicht. Er ist sogar ein Sauger. Ne? Also, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr klassisch unterwegs. Ja, aber man hätte die Option, da nochmal ein Turbo einzubauen, habe ich jetzt nicht für nötig empfunden. Ja, bei den Optikteilen habe ich die chromverzierten Stoß- und Heckstangen entfernt, weil ich finde tatsächlich, dass es das Fahrzeug ohne diese chromverzierten Stoß- und Heckstangen irgendwie besser ausschaut. Ja, und ich wollte da so ein bisschen mehr den Rennlook folgen. Ja, weil ich meine, der DBR1 zum Beispiel hat ja auch keine Chromstoßstangen gehabt, genauso auch der DB4 GT Zagato in seiner Rennvariante. Deswegen habe ich auch hier auf die Rennvariante verzichtet. Hingegen ist tatsächlich der Heckflügel drin. Finde ich, sieht auch bei dem Fahrzeug jetzt nicht so schlimm aus. Fittet, denke ich, auch sehr, sehr gut die Heckpartie ab, zum Großteil. Deswegen habe ich das dran gemacht und auch so ein bisschen natürlich für die Aerodynamik. Und hier hätte man auch die Möglichkeit gehabt, die Chromteile zu entfernen, was ich auch gemacht habe, damit das Fahrzeug ein bisschen cleaner ausschaut. Bei der Reifenmischung bin ich auf Oldtimer-Weißwand-Reifenmischung gegangen. Man hätte sonst noch die Rennreifenmischung gehabt, aber ich habe mich für die Oldtimer-Variante entschieden, weil die Oldtimer-Weißwand-Reifenmischung, die ähneln ein bisschen mehr den Straßenreifenmischung. Also, naja, kann manchmal ähnlich sein. Und ich wollte die weiße Umrandung haben. Weil das so ein bisschen so dem Fahrzeug auch irgendwo klassisch ist. Das hatte das Fahrzeug in den vorherigen Forza Horizon und Motorsport-Teile, wo ich ihn damals aufgebaut habe, nicht gehabt. Da gab es aber auch diese Option noch nicht. Jetzt hat man das mit Horizon 5 das erstmalig eingeführt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hoffe, dass es im künftigen Motorsportteil dann auch übernommen wird. Ja, von der Reifenbreite her sind wir auf bin ich auf 235 hochgegangen. Ja, ein bisschen mehr Grip schadet dem Fahrzeug nicht und 265 hinten. Das ist natürlich logisch, dass wir da hinten mehr Grip haben als vorne. Ja, gerade weil das auch ein Heckantrieb ist. So, Felgen zeige ich euch auch einmal ganz kurz, für welche ich mich entschieden habe. Und zwar auch hier wieder Work VSTX. Finde, hat dem Fahrzeug super gut gepasst. Und ansonsten Felgengröße bin ich auch um eine Zoll Größe höher gegangen, weil 15 Zoll war mir doch irgendwie ein bisschen zu klein, insbesondere wenn man die Weißband-Reifenmischung raufsetzt. Deswegen bin ich auf 16 Zoll hochgegangen und genau hier hinten das gleiche Spielchen. So, dann bei der Spurweite bin ich ein bisschen
weiter rausgegangen. Für die dritte Stufe fand ich das persönlich ein bisschen zu viel. Und hinten bin ich tatsächlich auf die erste Stufe geblieben, weil mir die erste Stufe schon vollkommen ausgereicht hat. So, ansonsten beim Antrieb. So, haben wir keine Rennkupplung. Haben wir aber ein Sportgetriebe eingebaut. Das Fahrzeug müsste standardmäßig einen Fünfgang haben. Theoretisch hätte man ja auch natürlich die unterschiedlichsten Getriebe einbauen können, aber ich habe mich natürlich für den altbewährten Fünfgang entschieden. Straßenantriebswelle ist hier mit montiert. Ansonsten Sportdifferenzial habe ich hier drin und wir können ja natürlich irgendwie auf andere Sachen gehen. Deswegen sage ich schon mal vorneweg, beim Feintuning hat man da im Gegensatz zum 488 Evolution aus der letzten Custom Carbid-Folge nicht so viele Einstellmöglichkeiten gehabt. Ich kann das auch schon mal gleich direkt zeigen. Und zwar, ja, habe ich einmal nochmal Straßenbremsen dazu gegeben. Sportbremsen wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel für das Fahrzeug gewesen, weil das soll ja sich ja auch irgendwo ein bisschen authentisch noch fahren. Ja, man soll ja auch immer noch so ein bisschen den 70er Fahrwerk spüren bei dem Fahrzeug, auch wenn das natürlich irgendwo ein bisschen mehr für die Rennperformance ausgelegt ist. Sportfedern, weil cool. Ansonsten Front- und Heckstabilisatoren habe ich jeweils Sport gegeben. Da habe ich jetzt hingegen Fahrwerkverstärkung eingebaut. Und zwar die Sportvariante. Hier seht ihr nochmal, wie das mit der Rennvariante aussieht. Und beim Gewicht bin ich aber tatsächlich hier auch gleich geblieben. So, dann kommen wir nun zur Leistung. Und da habe ich das Sportansaugsystem verwendet. Wir können uns das einmal ganz kurz anhören, wie der klingt. Ich finde schon tatsächlich, dass der Klang vom DB5 ganz gut getroffen ist, ja. Jetzt natürlich unter dem Synonym, was ich für das Tuning entwickelt habe, den DB7 Zagato, aber ich muss schon sagen, ganz gut getroffen. Ja, ansonsten Ansaugkrümmer und Drosselklappe ist Serie geblieben. Beim Vergaser bin ich auf Straße gegangen. Bringt auch tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht ins Spiel, wenn man diese verbaut. Hier bei der Zündung bin ich gleich geblieben. Bei der Auspuff bin ich auch gleich geblieben. Wir können uns das einmal ganz kurz anhören, wie es mit den anderen Auspuffanlagen so klingt. Klingt nicht viel, wirklich viel anders. Also deswegen bin ich auf Serie geblieben. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Nockenwelle bin ich auf Renn Tuning gegangen. Auch natürlich hier ein bisschen mehr Drehzahl zu haben. Genau, bei den Ventilen bin ich auf Serie geblieben. Hubraum habe ich tatsächlich erweitert. Standardmäßig ist der DB5 mit 4 Liter gesegnet. Ich habe den aber kurzerhand jetzt gesagt, okay, ich erhöhe den jetzt auf ungefähr 4,2. Weil für mich hat das so irgendwo ein bisschen besser gepasst. Müsste im V8 drin sein. Ansonsten Kolben und Kompression bin ich auch auf Serie geblieben. Öl und Kühlung ist bei mir montiert, um auch ein bisschen mehr Gewicht zu generieren, und Schwungscheibe ist bei mir Serie geblieben. Und damit kommen wir auf eine Wertung von Geschwindigkeit 5,7. Das ist jetzt natürlich deutlich langsamer als beim Ferrari 488 Evolutione. Aber gut, ist ja auch nur B-Klasse, also von daher verkraftbar. Handling ist 5,0. Das ist für ein Oldtimer-Fahrzeug schon sehr, sehr viel. Also da sei dem Weißbandreifenmischung ja auch irgendwo Dank, dass sie uns da auch nochmal so hohen Wert gegeben hat. Also einen sprunghaften Anstieg, würde ich schon fast sagen. Beschleunigung sind wir bei 3,8. Startwert 2,6. Spiegelt sich auch tatsächlich gleich wieder, wenn ich da so ein bisschen mal von meinen Ersteindrücken erzähle. Bremsen 3,9 und Offroad 5,0. Also ich weiß jetzt nicht, woher jetzt die 5,0 im Offroad-Bereich kommt. Aber ja, man kann das Fahrzeug auch Offroad über die Straßen bringen. Möchte man das? Weiß ich nicht. Ja, also der DB7 Zagato mag es vielleicht jetzt nicht, irgendwie schmutzig zu werden, weil dann würde das British Racing Green auch nicht so sehr zum Vorschein kommen. Ja, ansonsten, oh, habe ich da nochmal was vergessen. Und zwar können wir nochmal auf die Statistik eingehen. Leistung hat das Fahrzeug 400 PS. Ich fand 400 wirklich eine sehr, sehr runde Sache. Hatte das Fahrzeug auch tatsächlich in den vorherigen Forza
Teilen bei mir gehabt im Tuning. Drehmoment 430 Newtonmeter und Gewicht sind wir bei 1,5 Tonnen glatt. Vorne hat er 51%, was dafür spricht, dass dieser Wagen sehr, sehr ausgewogen ist. Und Hubraum habe ich ja bereits schon vorher erwähnt, 4,2 Liter. V8 ist am Start. So, und damit würde ich sagen, verzichte ich mal auf eine kleine Rundfahrt und springen einfach mal direkt rüber ins erste Rennen. Ja, und da sind wir auch nun. Ich habe mich für eine Strecke entschieden, Sierra Verde. Das ist ja unten im Dschungelbereich, würde ich ja schon fast sagen. Wo das Fahrzeug ja auch irgendwo herkommt. Das British Racing Green passt auch, glaube ich, sehr, sehr gut hier rein. Um mal so ein bisschen die Würze hier zu geben, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ich habe mich dann noch erstmal geweigert, hier vom Profi auf unschlagbar mich umzustellen, von der Schwierigkeit her. Aber ich entscheide mich jetzt doch auf unschlagbar zu gehen, weil wir wollen ja auch wirklich prüfen, was das Fahrzeug denn so drauf hat. Ersteindruck schildern und dann passt das auch hier mal ganz gut. Ansonsten die Einstellungen sind relativ gleich. Wir fahren gegen andere Oldtimer. Klassiker 356 California Bentley 8 Liter. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt irgendwie unbedingt in der Klasse sehe. Aber gut. Wir werden uns herausfinden, wie sich das Fahrzeug schlägt. Wie gesagt, Feintuning ist kaum gegeben, weil wir ja fast überall nur Sportteile drin haben. Das heißt, gibt uns leider nicht viel Tuning her. Also Feintuning. Was ein bisschen schade ist, aber das braucht das Fahrzeug nicht. Denn, um schon mal so auf den ersten paar Metern zu sagen, Bremsen beißen schon mal für das Jahr, beziehungsweise für den Jahrgang, wenn man das im Bereich der 70er Jahre betrachtet, beißen die schon sehr, sehr gut. Ich würde schon sogar fast sagen, zu gut. Also, eigentlich könnte man da doch schwächere Bremsen ein bisschen besser vertragen. Das muss ich auch sogar so sagen. Also normalerweise möchte man ja irgendwie Verbesserungen feststellen, aber naja, ne, ich möchte ja auch, dass das Fahrzeug ja irgendwo authentisch ist. Ne? Der DB7 Zagato soll ja jetzt einfach eine Spaßmaschine sein und sich auch irgendwo authentisch und fahrgetreu sich anfühlen. Ja, deswegen, ja. Schwächere Bremsen wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten Handlingwert sieht man ja, ist auch sehr, sehr gut. Auch ein bisschen zu gut, muss ich sagen. Der lenkt auch sehr direkt ein. Hat kaum Übersteuern, so gut wie kein Untersteuern. Und das Fahrzeug lässt sich auch überhaupt nicht wirklich so provozieren. Also ich finde tatsächlich, der macht seinen Job eigentlich sehr, sehr gut. Beschleunigungstechnisch für 400 PS ganz okay, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr Durchzug könnte er auch schon vertragen. Also es ist kein optimales Tuning, sage ich euch so, wie es ist. Aber im Custom Carbon geht es ja auch nicht darum, irgendwie Vollaufbauten zu machen oder irgendwie das beste Tuning auf die Straßen loszulassen, sondern ich möchte, wie gesagt, auch irgendwo eine Philosophie für das Fahrzeug ja auch entwickeln, ja, weil die Tunings müssen ja auch irgendwo eine Bedeutung auch haben. Ansonsten macht dieses Format ja auch keinen Sinn, weil da kann ich auch gleich irgendwie Vollaufbauten machen und irgendwie das so umbenennen, ja. Okay, ich merke, so gerade wenn es den Hang runter geht, dass das Fahrzeug so ein bisschen Probleme macht. Ne, weil man ja auch irgendwie mit mehr Beschleunigung nach unten ankommt. Ne, also dann packen doch schon die Bremsen dann auch nicht mehr so krass. Aber so vom Sound her muss ich sagen, klingt das Fahrzeug ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich den British Racing Green sehr, sehr gut getroffen habe. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt als Zweite ins Ziel kommen. Aber es macht wirklich Spaß zu fahren. Also es ist wirklich eine kleine Spaßmaschine.
Von der Höchstgeschwindigkeit, stimmt, haben wir ja noch gar nicht geguckt. Das würde ich dann gleich nochmal kurz gerne nachholen, bevor wir dann auch auf die Teststrecke gehen. Ja, und ich finde tatsächlich, für den Index ist er eigentlich ganz solide gefahren. Also zweiter Platz kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ne? Und es ist schon Nacht. So schnell kann es gehen hier in Horizon. Es ist Nacht. Wer hätte das gedacht? So. Hat sich auch gereimt. Unfassbar. So, wir gehen einmal kurz ins Tuning. Wir sehen auf jeden Fall, Bremsweg ist jetzt natürlich nicht so Granate. Querbeschleunigung auch nicht so prickelnd, klar. Ansonsten 0 auf 100 ungefähr in 6,8 Sekunden. Von 0 auf 160 in 16,1 Sekunden. Und Höchstgeschwindigkeit sind 257 km/h. Ich denke mal auch irgendwo realistisch, wenn man das Ganze hier betrachtet. Man kann den Reifendruck anpassen, habe ich aber tatsächlich ein bisschen drauf verzichtet, weil der fuhr sich eigentlich schon ganz, ganz geschmeidig. Da hatte ich jetzt irgendwie jetzt keinen großen Bedarf gehabt, irgendwie den Reifendruck vorne oder hinten nochmal anzupassen. Ansonsten die Achsenübersetzung konnte ich noch ein bisschen anpassen, habe ich auch gemacht. Aber ansonsten ist hier so ziemlich fast alles gelockt, außer der Abtrieb hier, dadurch, dass wir den Forza Ducktail angebaut haben, habe ich ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit gelegt, ein bisschen weniger für die Kurven und man kann das Differential einstellen. Also zumindest hinten. Ne? Und das ist jetzt wirklich nicht wirklich viel, was man da machen kann. Aber hat auch nicht wirklich gelangt, weil, wie schon gesagt, das Fahrzeug fuhr sich wirklich sehr, sehr geschmeidig. Eigentlich rund, hat kaum Über- und Untersteuern. Kurveneingang, Ausgang, passt eigentlich. So, das war's von meinen Ersteindrücken her. Und jetzt würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt rüber zu der eigentlichen Prüfung, und zwar nämlich zur Teststrecke. Ja, und da sind wir auch schon bei der Teststrecke. Eine kurze kleine Zusatzinfo an dieser Stelle. Es handelt sich hier um die Teststrecke 1, denn es kann nämlich sein, dass ich über den Verlauf des Custom Carbid Formates ich mehrere Teststrecken entwickeln werde, die auch so andere Schwerpunkte haben. Ne? Weil das ist jetzt eine Teststrecke, die doch ein bisschen ausgewogener ist. Ja, die auch so ziemlich alles beinhaltet, aber ich könnte mir auch Teststrecken mal in Zukunft vorstellen, wo es vielleicht nur darum geht, sehr viel Geschwindigkeit aufzubauen oder technisch sehr anspruchsvolle Kurven beinhaltet. Wäre auf jeden Fall eine Option, die ich ziehen könnte, aber schauen wir mal, je nachdem, ja. Ansonsten, wie gesagt, normalerweise, wenn dieses Fahrzeug, der DB7 Zagato, mit einer 5,0 Offroad-Wertung kommt, dann müsste ich das Fahrzeug normalerweise auch ins Offroad schicken. Machen wir jetzt natürlich nicht, weil es ist eigentlich total fehl am Platz. Der fühlt sich auf der Rennstrecke heim, eigentlich eher auf den Straßen. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit. Ich konzentriere mich, drehe meine drei Runden und dann werde ich so ein bisschen meine Eindrücke bzw. mein Fazit schildern.
Ja, und damit ist die erste Runde beendet mit einer 2:28.732. Und es hat sich im Endeffekt das bestätigt, was ich auch im Rennen festgestellt habe. Das Fahrzeug fährt sich wirklich sehr geschmeidig. Also ich musste auch jetzt nicht einmal zurückspulen. Ich hatte auch nicht wirklich die Gefahr gehabt, dass ich da irgendwie an irgendeiner Straße dran vorbeifahre oder an irgendeiner Kurve oder an einer Wand kratze oder nicht. Diese Gefahr hatte ich so zu gar keinem Zeitpunkt wirklich gehabt. Also das Fahrzeug fährt sich unfassbar geschmeidig. Ist natürlich, könnte man jetzt sagen, nicht so spritzig, okay. Aber für die 400 PS tut er doch schon sein Übriges auf jeden Fall. Und ich denke mal, mit einer 2:28.732 ist das schon eine sehr ordentliche Zeit. Und dahingehend würde ich mal sagen, fahren wir jetzt nochmal eine zweite Testrunde und finden mal heraus, ob sich der Ersteindruck nochmal bestätigt und ob wir dann nochmal die Zeit von 2:28.732 nochmal knacken können. Und damit geht es in Runde 2. Wieder höchste Konzentration gefordert. Und wie gesagt, schauen wir mal, ob wir dann die 2:28.732 irgendwo knacken können. Okay, die zweite Runde war ein gutes Stück langsamer auf jeden Fall. 2:28.699. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es auch so ein bisschen an meine Fahrkünste lag, denn besonders in den Anfängen bin ich zum Teil untertourig gefahren. Das hat man, glaube ich, auch hier und da an einigen Stellen gesehen, dass ich da ein bisschen zu untertourig war und der Aston Martin DB7 Zagato jetzt auch nicht die volle Leistung rausholen konnte, die er eigentlich normalerweise hätte, weil, wie gesagt, das Drehmoment mit 430 Newtonmeter gibt das schon her und die Leistung auch, nur man muss es ja auch irgendwo entfesseln können. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, das Getriebe ist ein bisschen zu lang, aber ich finde gerade, dass das sehr, sehr optimal passt, ja, dass man da halt zwischen den, also in, zwischen den Gangschaltungen in den Kurven nicht zu irgendeiner Bedrängnis kommt und so. Ne? Also da muss man natürlich sich auch irgendwo überlegen, okay, setzt man da mehr auf Komfort oder auf Performance oder auf vielleicht sogar Rennstreckentauglichkeit. Und ja, deswegen ist ein bisschen schade drum, dass wir jetzt die zweite Zeit nicht so ganz geknackt haben, aber
Es ist nicht auszuschließen, dass wir vielleicht noch in der dritten Runde da nochmal eins draufsetzen können. Und deswegen springen wir auch mal direkt rüber zur dritten Teststreckenrunde hier. Und damit geht es in Runde 3. Und schauen wir mal, ob wir die Zeit knacken können. Aus der ersten Runde noch. Okay, hier bin ich schon mal ein bisschen zu weit rausgekommen, aber nicht weiter schlimm. Aber ich konzentriere mich jetzt. Also von daher, ihr. Seht mal, wie ich jetzt vielleicht 110% auf der Strecke gebe. Zwei 27, 5, 4, 8. Also wir haben es doch tatsächlich geschafft, die Zeit von der ersten Runde nochmal um 3 Zehntel, um knapp 3 Zehntel zu unterbieten, was sehr, sehr erstaunlich ist. Also man sieht ja auch hier und da, dass ich da wirklich ans Limit gefahren bin mit dem Fahrzeug. Und was umso beeindruckender ist, ist tatsächlich dafür, dass das Fahrzeug sich sehr geschmeidig fährt, hält er seine Zeiten auch dadurch wirklich sehr konstant, so zwischen 2,27 und 2,28er Zeiten. Und ich habe so nie wirklich so diese Befürchtung, dass das Fahrzeug mal irgendwann aus dem Ruderlauf rauslaufen könnte. Denn der pendelt sich wirklich so zwischen den Zeiten ein. Und da sehe ich auch das Fahrzeug, der DB7 Zagato, irgendwo auch. Was mich wirklich sehr erfreut, weil. Damit haben wir zum einen die Philosophie von Aston Martin bewahrt, dass man da so ein bisschen Luxus hat, so ein bisschen Komfort. Auch, dass das Fahrwerk sehr authentisch ist, ja. Dafür, dass das Fahrwerk auch ein bisschen weich ist, muss man ja auch noch dazu sagen, wirkt es aber dennoch sehr, sehr authentisch. Und irgendwo ist ja auch so, ich würde mal sagen, Rennstrecken tauglich für die Straße, ja. Das soll kein kompetitives oder wettbewerbsfähiges Tuning sein. Das ist einfach ein Tuning, wo man einfach nur so ein bisschen rumcruisen kann, ja. Und während ich das Fazit jetzt noch mal ein bisschen weiter ausschweife, finde ich persönlich, dass das Fahrzeug sehr viel Spaß macht zu fahren. Und es ist wirklich einfach, ja. Wenn du Spaß daran hast, so ein bisschen noch mal die offene Welt zu erkunden, mal so ein bisschen frei. Vom deinen Kopf mal ein bisschen frei zu sein oder so. Oh, habe ich das Fahrzeug noch nicht. Geil. Ja, dann kann man das mit diesem Fahrzeug wunderbar auch machen. Also, da gibt es nichts zu beanstanden.
Also nicht wirklich viel. Und ja, jetzt werde ich nochmal einen schönen langen Blackscreen haben. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber doch, kehren wir doch zurück. Wunderbar. Denn, ja, ist jetzt egal, was da jetzt unten steht. Und zwar werde ich auch hier dieses Tuning für euch freigeben. Auch hier könnt ihr sehr gerne hier reinschreiben. Wollen wir ganz kurz gucken. Autotune, genau. Bin ich auch sehr, sehr gerne auf euer Feedback auch angewiesen. Und zwar findet ihr das Tuning super? Ist da ist auch irgendwo Verbesserungspotenzial da? Was man auch noch hier und da noch mal besser machen kann, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren mir das zukommen lässt unter diesem Video. Genauso auch Feedback da lasst zum Format generell, ob ihr das Format super findet oder nicht oder ob es da irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt. Gerne auch konstruktive Kritik da lassen. Ist natürlich immer sehr gerne gewünscht. Und ich würde mal sagen, das Fahrzeug ist einfach mal unabhängig und ja, machen wir einfach mal. Ja, machen wir mal durchschnittlich. Das ist eigentlich ganz gut. So, gehen wir mal die Datei frei. Unter dem Namen DB7 Staccato könnt ihr das Tuning unter meinem Nickname runterladen und sie bei eurem DB5 anbauen und testen. Und wie gesagt, würde ich mich, wie gesagt, sehr über ein Feedback freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten bleibt mir da eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich wäre auf jeden Fall für das Format hier durch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Custom Car Build Ausgabe wieder. Und dann, ja, dürfte das noch das dritte Fahrzeug noch aus dem Trailer sein, was uns noch fehlt. Und ich glaube mal, das dürfte ein Fahrzeug sein, was, denke ich, auch sehr, sehr viele erfreuen wird. Mich mit eingeschlossen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Ausgabe von Custom Car Build wieder. Habt einen schönen Tag, bis dahin und haut rein!